In Evil Dead Rise geht ordentlich die Post ab. Nachdem der Splatterspaß weltweit mehr als 140 Millionen US-Dollar in die Kassen schwemmen konnte, werden die Dämonen nun auch auf DVD, Blu-ray und 4K entfesselt. Was ist denn hier? Lass nicht zu, dass es meine Babys holt. Schauspielerin Alyssa Sutherland schlüpft in die Rolle einer alleinerziehenden Mutter, die sich von jetzt auf gleich in eine dämonische Gestalt verwandelt. Der Film thematisiert zwei der schlimmsten Ängste: jene, bei der man sich vor seiner Mutter fürchtet, und die, wo man seinen eigenen Kindern Schaden zufügt. Das zu zeigen galt bislang immer als Tabu, weswegen ich glücklich darüber bin, dass uns das Studio machen ließ, da es etwas noch nie Dagewesenes darstellt. Während Sutherland somit eine düstere Mutterfigur porträtiert, wird ihre taffe Filmschwester von Lily Sullivan dargestellt. Sie ist es, die im Film die Kinder retten und dabei einiges über sich ergehen lassen muss. Kein Wunder also, dass sich die Künstlerin zur Vorbereitung regelmäßig im Gym blicken ließ. Vor dem Dreh war ich stets im Fitnessstudio und habe mir immer wieder die Frage gestellt, ob ich am Ende des Tages genug Kraft haben werde, um die Kettensäge voller Überzeugung einzusetzen. Aber ich liebe es, körperlich herausgefordert zu werden und viele Dinge zu tun, die man im wahren Leben niemals machen würde. Fans der Reihe wissen natürlich, dass Evil Dead und eine Kettensäge zusammengehören. Und alle anderen werden es spätestens jetzt erfahren, was es damit auf sich hat. Rise, inszeniert von Regisseur Lee Cronin und produziert von Franchise-Schöpfer Sam Raimi, ist nichts für schwache Nerven und liefert ein waschechtes Gemetzel der Extraklasse.